Gestern lief im Kino ein Film mit Sarah Polley, der Film Die Aussprache. Dieser Film lief zum Internationalen Tag der Frau und hat viele, viele Themen gebracht, die sich für Studienzwecke, für Seminare, auch für den Unterricht und auch für die Theologieausbildung eignen. Themen unter anderem von Gewaltlosigkeit versus Gewalt. Soll man Gewalt klaglos hinnehmen und vergeben? Soll man vor Gewalt fliehen? Soll man gegen Gewalt kämpfen? Ein hervorragender Diskussionsbeitrag von dem Film, auch wenn der Film sehr, sehr tief geht, sehr tiefe Schichten berührt, natürlich auch Schichten von Patriarchat, Matriarchat. Und wenn ich mir das Ganze aus Spiral Dynamics Sicht anschaue, dann weiß ich oder dann wissen wir, dass von jedem Meme ausgehend es eine andere Antwort gibt auf, in dem Fall, auf männliche Gewalt seitens der Frauen in diesem Film, in diesem Spielfilm. Und das grüne Meme, Ken Wilber hat ja viel darüber geschrieben, Thema Boomeritis, bringt die Gefahr, so Friede, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, ja, wir sind alle jetzt lieb aufeinander. Das kann total realitätsfremd sein. Integratives Bewusstsein bedeutet für mich, jede Bewusstseinsebene zu sehen und auch zu beantworten und beantworten zu können. Und für mich bedeutet das, der Schläger kriegt einen in die Schnauze und mit dem Heiligen bete ich zusammen. Ich sag's mal so ganz frech. Oder ich habe halt die Kraft, eben so stark zu sein, dass ich den Schläger einmal anschaue und der sinkt dann auf die Knie und fängt an zu beten. Aber es gibt diese ganzen Ebenen. Und wir haben das ja auch in der Weltpolitik. Wir haben die verschiedensten Meme, die verschiedensten Bewusstseinsstufen auf dem gleichen Planeten. Und integratives Bewusstsein bedeutet, das zu sehen und das fein zu justieren und einzusteuern und bedeutet nicht einfach Opferitis humana. Und ich selber, wenn ich diese Wahl hätte, ja, da ist, wird Gewalt ausgeübt, zum Beispiel auf meine Frau oder auf Kinder, ich würde zum Berserker werden, um zu schützen. Das ist ja die Aufgabe von Macht. Und auch gerade die Konflikte, die wir in der Welt haben, zeigen, dass Friede, Freude, Eierkuchen dort geht, wo alle mitmachen. Ich glaube, wichtig ist, wir können die Gewalt nicht aus der Welt bringen, solange es gewalttätige Energien hier gibt. Aber wichtig erscheint mir, dass wir uns nicht mit der Täterschaft identifizieren. Ramana Maharshi hat gesagt, wer da frei vom Wahn des Ichs, der tötet nicht, auch wenn er tötet und bleibt ungebunden, was immer er auch tut. Und das braucht eine spirituelle Bewusstheit. Ja, das braucht die Wahrnehmung von dem, was Akram Vignam beispielsweise die reine Seele nimmt. Das heißt, im Kontakt mit dem, was ewig ist, was immer war, was immer sein wird, was sich nie verändert. Und das werden wir auch bei der Tarotaufstellung 1. 2. April sehen. Da geht es um den Herrscher, da geht es um den Umgang mit Macht. Wir machen die Tarotaufstellung ja in bewährter Form, dass wir mehrere Bahnen gleichzeitig legen und einfach mehrere Gruppen gleichzeitig ihre Aufstellungen durchführen. Während Sabine und ich diese Simultanaufstellung überwachen, hat sich sehr bewährt mit vorgefertigten Bodenankern. Und jeder wird seine Antwort finden auf das Thema Macht, auf das Thema Souveränität, auf das Thema Verantwortung und auf das Thema Herrschen, Herrscher oder, ich sage es mal anders, um jetzt zu gendern, Königin im eigenen Reich zu sein. Who is driving the bus? Wer ist Chef im Ring im eigenen Leben?
Das gilt ja innen wie außen. Darauf liefert das Seminar eine hervorragende Antwort. Wer es live in den Zellen implantieren will und dadurch ja, seine Autorität zurückholen will, seine Königlichkeit zurückholen will, der kann sich anmelden. Vielleicht haben wir noch ein paar Plätze frei unter klaus@klaus-jürgen-becker.de. Ich habe euch lieb, euer Klaus.